Ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen nachts öfters gefahren wird. Ich finde das auch sehr in Ordnung. War bisher immer eine Lücke im ganzen Verkehr. Ansonsten ist der Nahverkehr in Lena super. Hier fährt alle 10 Minuten, kommt man eigentlich hier weg. Ob mit der 3, mit der 1 oder mit der 4. Wir sind super in Lobeda aufgestellt, würde ich sagen. Ne? Weil dann passt es mit dem Zeitplan, wenn ich von hier aus und vom Stadtzentrum aus fahren muss, viel besser. Und ich habe auch so von Freunden gehört, dass es doch sehr viel besser ist. Vor allem auch mit denen, dass die nachts die Straßenbahn ins Meer fahren und so. Also ist eine gute Sache. Also ist ja, glaube ich, eher zum Positiven gedacht, gell? Aber ich fahre immer dieselbe Strecke. Von daher ist alles für mich beim Alten geblieben. Am 10. Dezember erfolgte der Fahrplanwechsel beim Jenaer Nahverkehr. In diesem Jahr gibt es vor allem Änderungen auf den Straßenbahnlinien 1 bis 5. Ein neuer Fahrplan ist notwendig, um das bisherige Fahrtenangebot anzupassen und Stadt- und Regionalverkehr besser aufeinander abzustimmen. Auch höhere Fahrgastzahlen können ein Grund sein. Und dem müssen wir begegnen mit einer größeren Anzahl an Fahrten pro Stunde. Das ist also ein Grund. Ein Grund ist, wenn Wohngebiete dichter bebaut werden, wie im Norden gerade, was letztendlich auch zu einer Bedarfserhöhung führt. Ein Grund ist auch, dass wir auf der Suche sind nach besseren, einfacheren Lösungen. So werden in diesem Jahr die Nachtlinien durch die Tageslinien ersetzt, sodass der Fahrgast im Fahrplanbuch nicht wild hin und her blättern muss, sondern dass er einmal seine Linie aufschlägt und dort von 0 bis 24 Uhr sein gesamtes Angebot findet. Nach dem Fahrplanwechsel ist vor dem Fahrplanwechsel. Die Koordination des Fahrplanwechsels im folgenden Jahr beginnt bereits im Dezember. Am Anfang des Jahres wird dann zunächst eine grobe Schätzung vorgenommen, wie viele Fahrten auf den einzelnen Strecken benötigt werden. Diese wird bis Mitte des Jahres konkretisiert. Die anschließende Detailarbeit dauert dann bis in den November. Bei der Erstellung des Fahrplans müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Man muss darauf achten, dass man effizient bleibt, dass man also nicht zu viele Fahrten verplant. Man muss darauf achten, dass die Streckenkapazitäten die Anzahl von Fahrten auch noch abbilden. Gerade im Nordgebiet von Jena mit einem ganzen Stückchen Eingleisigkeit ist es nicht so ohne weiteres möglich, einfach mal noch eine Fahrt mehr Richtung Zwetzen zu schicken, sondern da sind dann die Kapazitäten der eingleisigen Strecken ausgereizt. Und in diesem Jahr wollen wir so oft fahren, wie wir noch nie gefahren sind im Norden. Mit dem neuen Fahrplan wird nachts im Stadtzentrum ein Rundumanschluss in alle Richtungen angeboten. Die Gebiete Jena Ost, Jenatal, Beutenberg sowie der Bahnhof Göschwitz werden jetzt auch nach Mitternacht bedient. Vor allem Schichtarbeiter und Nachtschwärmer kommen nun ganz einfach und jederzeit von A nach B.